Nur 27 km/h mit einem Hoverboard-Motor. Das ist mir viel zu langsam. Wie hole ich mehr Geschwindigkeit aus diesem Motor raus? Ich teste heute größere Reifen, löte den Motor für mehr Leistung um und ich werde auch einen Reifen dafür 3D drucken. In diesem Video finden wir heraus, was wirklich funktioniert. Ich habe also einen Reifen bestellt, der normalerweise ganz genau auf einen Hoverboard-Motor passt. Nice. Ich habe keinen Schlauch gekauft, weil man dann theoretisch so ein Loch für das Ventil in die Hoverboard machen müsste. Lass mal also schauen, ob der Reifen drauf passt. Oh, das war schwer. Oh, es ist schon sehr knapp. Jetzt stellt sich nun die Frage, wie ersetze ich den fehlenden Schlauch? Zuerst hatte ich mir überlegt, einen Insert zu drucken. Das heißt, mit weichem Filament irgendetwas, was im Reifen ist, um den Schlauch zu ersetzen. Ich probiere jetzt, was anderes reinzustopfen. Und zwar, ich habe hier ganz viel Stoff, alte T-Shirts und andere alte Sachen. Die schneide ich in kleinen Stücken und damit stopfe ich meinen Reifen. Das wird mein Schlauchersatz sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste hier, dass es gleichmäßig ist. Wenn meine Mutter das entdeckt, dass ich ihre T-Shirts genommen habe, jetzt kommt der Reifen auf den Motor drauf. Hä, wieso geht er jetzt nicht mehr drauf? Boah, jetzt ist er drauf. Nach 25 Minuten Schrauben, rein, raus, Schrauben, weil die zu lang waren, habe ich noch Mutter dazwischen eingefügt, kann sich der Motor endlich frei drehen. Und jetzt gehen wir es testen mit meinem Pocketbike. Davon gibt es schon ein Video, wo du den gesamten Bauprozess sehen kannst. Scheiße, das kann ich eigentlich gar nicht zeigen. Oh nein, den 3D gedruckte Reifen gibt's eigentlich noch nicht. Der kommt erst später im Video. Der Reifen ist wirklich auf Millimeter genau hier. Scheiße, der passt gar nicht rein. Es fährt schon ganz gut. Der Drehmoment ist nicht so krass, weil der Reifen ein bisschen zu groß ist. Es geht schon. Und leider spürt man, dass der Stoff nicht gleichmäßig verteilt ist im Reifen. Es hoppelt so hoch und runter beim Fahren. Bevor wir zum 3D-Druck übergehen, werde ich versuchen, den Motor von der Stern- auf die Dreieckschaltung umzulöten. Dadurch werden die Spulen anders miteinander verbunden, sodass der Motor sich schneller dreht und mehr Leistung hat. Da Hoverboards nicht für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt sind, werden sie standardmäßig in der Sternschaltung verlötet. Bei der Sternschaltung sind die Spulen alle an einer Stelle zusammengelötet und die drei anderen Kontakte sind die, die man am Controller anschließt, also die da. Und jetzt muss man das auflöten. Jetzt, da ich alle Spulen abgelötet habe, löte ich sie nach diesem Schaltplan zusammen. Was heißt? Aua. Schön mit Schrumpfschlauch, sehr wichtig. Dann sind alle Lötstellen schon mal erledigt. Hä, mit ein bisschen Glück geht das sogar. Und fertig umgelötet ist unser Motor auf der Dreieckschaltung. Ich bin gespannt, ob das geht. Wir müssen das unbedingt ganz schnell testen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Dreieckschaltung bei 48 Volt bereits eine sehr gute Leistung liefert. Wenn du aber noch mehr Geschwindigkeit willst, kannst du mit noch höherer Spannung fahren. Bei meinem Pocketbike sind mir 38 km/h schon genug. Ich habe einen Reifen entwickelt, der sich gut drucken lässt. Das Design ist so optimiert, dass es keine unnötigen Überhänge hat und gleichzeitig stabil genug ist, um das Gewicht des Fahrzeugs zu tragen. Reifen müssen nämlich hohe Kräfte aushalten. Die Löcher an der Seite des Reifens sorgen für zusätzliche Stabilität. Sie halten den Reifen quasi zusammen. Ich habe jetzt vor, nur ein Stück auszudrucken, um zu schauen, wie viel Wandstärke ich hier brauche und ob es stabil genug ist, ob ich eventuell was verändern muss. Meine Einstellungen waren 0,8 mm Düse, 0,4 mm Schichthöhe und zwei Außenschichten. Für mehr Stabilität habe ich die Drucktemperatur auch erhöht. Ich habe mit nur zwei Außenschichten gedruckt, obwohl drei Schichten wahrscheinlich noch besser gewesen wären. Aber ich wollte Filament und Zeit sparen. Und let's go! 16 Stunden lang wird es dauern. Also ich habe den Brim mit Klebeband festgeklebt. Da steht sehr viel ins Spiel. 800 Gramm Plastik. Nach 17 Stunden ist es endlich fertig. Irgendwie ist es ein bisschen zu weich vielleicht. Der fertige Reifen passt perfekt auf den Hoverboard-Motor und hält mein Gewicht aus, auch wenn es etwas härter sein könnte. Der Reifen funktioniert, aber man merkt, wie schnell sich die Seiten des Reifens abnutzen. Schneller als das Profil zumindest. Einige Kilometer wird er schon durchhalten, was aber nicht viel ist für einen Reifen. Es ist auch laut beim Fahren. Und leider habe ich ihn etwas zu groß designt, sodass zu viel Drehmoment, wie beim gekauften Reifen, verloren geht.
Was haben wir gelernt? Größere Reifen erhöhen schon die Geschwindigkeit. Gleichzeitig verliert man an Drehmoment, sodass man die theoretische Maximalgeschwindigkeit nicht erreichen kann. Was man theoretisch mit weiteren Motoren ausgleichen könnte. Es wäre natürlich ideal, etwas kleine Reifen kaufen zu können. Aber es scheint, als ob diese die einzigen sind, die auf Hoverboard-Motoren passen. Die 3D-Modelle von meinen Reifen kannst du in der Beschreibung finden. Ich würde dir aber empfehlen, deinen Motor umzulöten. Das ist deutlich einfacher, um schneller fahren zu können. Wie das genau geht, zeige ich dir in einem anderen Video. Vergiss deswegen nicht, meinen Kanal zu abonnieren oder das Video zu liken. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao. Ich traue mich jetzt schon nicht, Vollgas zu geben. 38 Kilometer pro Stunde.